Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch ein elektrisches Gerät vorstellen, mit dem es euch garantiert gelingt, mehr Rohkost zu essen bzw. mehr Gemüse zu essen. Ich habe im Sommer wieder meine lieben Freunde, die Rohkostlinge im Erzgebirge, besucht und die haben drei kleine Kinder von 1 bis 7. Und da habe ich mich ein bisschen mit der Caro unterhalten und sie meinte, ja, immer das ganze Gemüse zuzubereiten oder zu raspeln mit Hand für 5 Personen, das wird ein bisschen viel. Und sie möchte ja auch, dass ihre Kinder viel Gemüse essen. Und da hat sie sich eine elektrische Raspel bestellt. Und da habe ich mir das einfach mal angeschaut, wie genial man dann in kurzer Zeit verschiedene Gemüsesorten raspeln kann. Und ihre Kinder haben natürlich da auch wirklich immer sehr gut Gemüse gegessen. Davon konnte ich mich überzeugen. Ich habe dann diese Maschine auch bei ihr gründlich testen dürfen. Und dann habe ich mich auch für diese elektrische Raspel entschieden, gerade wenn man auch mal Potlucks hat oder Freunde zu Besuch, aber auch für meine Kinder kann man wunderbar einfach verschiedenes Gemüse raspeln und dann mit Sprossen, Kräutern und Dressing aufwerten. Diese Raspel ist nicht nur einfach eine elektrische Raspel, man kann noch einiges mehr damit machen. Das seht ihr hier in diesem Video. Als nächstes folgen verschiedene Sequenzen, wie wir, also unser Mitbewohner Henry und ich, verschiedenes Gemüse raspeln. Los geht's! Hier seht ihr verschiedenes Gemüse. Gurken, Kohlrabi, Weißkohl, Chinakohl, Eisbergsalat, Paprika. Hier sind noch kleine Tomaten und eine Wildpflanze, das ist die Brennnessel. Und dieses Gemüse oder dieses grüne Blattgemüse und diese Wildpflanze werde ich jetzt mit der elektrischen Raspel verarbeiten. Dafür werde ich die Gurke schälen, den Weißkohl in passendere Stücke schneiden, die Blätter vom Chinakohl von diesem Strunk entfernen, auch den Eisbergsalat ein bisschen kleiner schneiden, den Paprika waschen, kleiner schneiden, den Kohlrabi schälen und in passendere Stücke schneiden, die Brennnessel waschen und auch die Tomaten waschen. Der Henry steht mir als Assistent zur Seite. Vielen Dank, lieber Henry. Wir starten heute mit dem Chinakohl oder wir starten jetzt mit dem Chinakohl. Hier seht ihr die elektrische Raspel nochmal. Und es lässt sich einfach ganz einfach zusammenbauen. Wir haben jetzt den großen Krug, dann den mittleren Krug. Und da sind jetzt noch diese Utensilien. Henry, magst du das mal einfach ganz einfach zeigen, wie das dann... So, das ist jetzt quasi der Stift, den man da drauf setzt für... diese Reibefläche, die dann auch oben drauf kommt. Wir nehmen jetzt die grobe Raspel. Es gibt eine feine Raspel und eine grobe Raspel. Ja, der klassische Vorführeffekt. So. Mhm. Genau, das ist jetzt schon... Das Gute ist, wenn man den mittleren Behälter reinsetzt. Man könnte auch nur den großen reinsetzen, aber dann ist der Rand hier außen zu groß und dann rutscht natürlich viel durch. Mhm. Und wenn man den mittleren Behälter noch einsetzt, dann geht das so gut wie nichts durch. Mhm. Und das Schöne ist auch, das werdet ihr dann gleich sehen, dass die Maschine dann immer wieder versucht, die Teile ranzuziehen und dann auch noch durchzuraspeln. Das ist eigentlich echt ganz schön. Ja, und dann kommt hier der magische Deckel oben drauf. Der Deckel besteht auch immer aus zwei Einzelteilen. Einmal das hier. Genau, das wäre nochmal die größere Öffnung. Und die musst du dann in der Tat auch reinhüpfen, damit das Gerät auch angeht. Genau, und das ist dann im Prinzip der Stößel. Wir starten mit dem Chinakohl. Ich habe, glaube ich, beim ersten Mal oder ich habe das schon zweimal jetzt geraspelt und habe dann immer die Blätter einzeln vom Strunk abgelöst. Aber Henry meinte, das muss man gar nicht. Ihr seht, er hat jetzt den verbliebenen Teil einfach so halbiert. Also man muss jetzt nicht so viel klein schneiden. Genau, und jetzt starten wir. Da gibt es auch eine ganz normale Starttaste, Auto und dann geht die Reibe los. Das waren jetzt mal zwei einzelne Blätter. Und jetzt stecken wir quasi mal die Staude mal da rein. Das geht wunderbar. Geht durch wie Butter. So sieht der grob geraspelte Chinakohl dann aus und er kann dann einfach weiterverwendet werden. Als nächstes raspeln wir den Weißkohl. Den haben wir jetzt auch in gröbere Stücke geschnitten. Und jetzt geht's los. So sieht der grob geraspelte Weißkohl aus. Den könnte man jetzt zum Beispiel auch für Sauerkraut verwenden, wenn man das Ganze noch mit ein bisschen Salz vermischt. Ich mag zum Beispiel auch gerne die Kombination Paprika und Weißkohl. Das könnte man hier alles zusammen
zubereiten, dann mit Salz verkneten und dann tolles Sauerkraut daraus herstellen. Weiter geht's mit dem Eisbergsalat. Den haben wir auch schon in grobe Stücke geschnitten und der wird jetzt auch grob geraspelt. Das ist dann ein kleiner, grob geraspelter Eisbergsalat. Ihr könntet zum Beispiel dazu jetzt auch eine Gurke grob raspeln oder Radieschen oder Kohlrabi. Wir bereiten das für das Video erstmal alles mono zu, weil wir heute Freunde bekommen und da kann sich jeder dann seinen Salat selber zusammenmischen. Als nächstes raspeln wir die Gurke. Die eine Gurke haben wir einfach nur geschält, die kann so im Ganzen geraspelt werden und die andere, die war ein bisschen dicker, die habe ich jetzt einfach nochmal halbiert. Also so längs halbiert und dann nochmal die Hälften auch halbiert. So sehen die Gurken grob geraspelt aus und das ist so die Menge von zwei größeren Gurken. Als nächstes raspeln wir den Kohlrabi, den habe ich jetzt auch in gröbere Stücke geschnitten. So sieht dann der grob geraspelte Kohlrabi aus und das Tolle ist, dass alles total schön saftig wird, wenn man das dann eben auf diese Art und Weise raspelt. Also man kann auch die feinere Raspel nehmen, aber ich persönlich bevorzuge eher die grobere Raspel. Als nächstes raspeln wir den Paprika, den habe ich jetzt auch abgewaschen und dann haben wir diesen Paprika einfach in gröbere Stücke geschnitten. So sieht der geraspelte Paprikamix aus und ich kann euch sagen, das riecht sehr, sehr aromatisch und das ist wirklich auch ein sehr, sehr saftiger Salat, dieser Paprikamix. Als nächstes sind die Tomaten dran, allerdings werden die nicht geraspelt, sondern die werden in Scheiben geschnitten. Es gibt ja auch so einen Aufsatz für Scheiben, da gibt es auch einen für feinere Scheiben und einen für dickere Scheiben. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Voilà, fein geschnittene Tomatenscheiben. Also ich habe das ja bei meiner Freundin gesehen im Erzgebirge, die hatte immer große Tomaten verwendet. Ich wusste jetzt gar nicht, ob das bei den kleinen Tomaten auch geht, weil die auch ein bisschen weicher sind, aber es hat wunderbar geklappt. Als nächstes haben wir hier ein wunderbares regionales Superfood. Hier seht ihr Brennnesselpflanzen. Die werden nicht grob geraspelt und auch nicht in Scheiben geschnitten. Die werden wir einfach klein häckseln. Und hier zu diesem Gerät gibt es so ein großes Hackmesser. Also wir haben jetzt hier den großen Einsatz, das Hackmesser, dann kommt der Deckel oben drauf und dann kann man wunderbar die Brennnessel klein hacken. Es gibt natürlich auch noch den kleinen Becher hier. Mhm. Da kann man dann so Küchenkräuter und sowas machen. Genau, ich habe auch schon Dill und Petersilie. Ja. Einger, Koriander, also ihr könnt alles an Kräutern, Wildkräutern oder Kulturkräutern könnt ihr hier mit dieser Maschine klein hacken. Ich habe ja auch eine große Menge Petersilie und Dill schon klein gehackt und eingefroren. Habe ich jetzt immer einen Vorrat im Kühlschrank. Ja, hier macht man dann die Brennnessel zuerst rein. Henry ist schon abgehärtet. Die Nesseln ja nach wie vor. Und das Nesseln geht dann weg. Ne? Ihr habt jetzt auch ganz oft in den letzten Tagen Brennnesseln. Also man muss es dann eine Weile mixen lassen und dann... Dann sind die Brennherrchen dann quasi... Dann unschädlich gemacht. Genau. Und so sieht das Ganze aus. Und hier kommt auch ein ganz toller Brennnesselduft nach oben. Also wunderbar. Könnt ihr immer gut eure Speisen, eure Gerichte, eure Salate damit bereichern. Hier seht ihr jetzt das Gemüse, die Tomaten und die Brennnessel, die wir grob geraspelt, in Scheiben geschnitten oder klein gehackt haben. Hier seht ihr nochmal das ganze klein geraspelte Gemüse. Und dazu gibt es Sprossen, hier selbstgezogenes Rettichgrün, dann haben wir Alfalfa-Sprossen, Kresse und Linsensprossen. Damit kann man dieses grob geraspelte Gemüse wunderbar aufwerten. Und dann gibt es noch eine Art Dressing dazu. Haben wir zum Beispiel Avocado gemischt mit Zitronensaft, Knoblauch, etwas Salz und Dill.
Dann haben wir hier ein Dressing aus Hanföl. Zitronensaft ist noch dabei. Senf, Salz und Wasser. Und hier ein Dressing aus geschälten Hanf. Achso, hier sind auch noch geschälte Hanfsamen dabei. Hier geschälte Hanfsamen, weißes Mandelmus. Dann so gefrorene 7 Kräuter, Zitronensaft und Salz. Mit diesem tollen Küchengerät können wir nicht nur Gemüse fein oder grob raspeln oder in feine oder dicke Scheiben schneiden oder eben auch Gartenkräuter oder Wildkräuter zerkleinern, sondern auch Orangensaft pressen oder auch einen Zitronensaft oder auch Grapefruitsaft, weil dieses Gerät hier so ein Zitruspressen-Aufsatz hat. Übrigens bestelle ich diese Orangen bei Delicato 48. Was auffällt, diese Orangen haben noch Kerne. Sie sind sehr, sehr saftig und säurearm, also perfekt geeignet für einen frisch gepressten Orangensaft. Mein 11-Jähriger hat mich hier tatkräftig unterstützt und für sich und seinen Bruder einen Orangensaft gepresst. Was? Simon auch? Ja, für Simon ist das auch. Nee. Doch? Nee. Doch. Oh. Frisch gepresster Orangensaft, 2 Portionen. Eine Portion für den Silas und eine Portion für den Simon. Silas, probierst du mal? Sag mal ganz ehrlich deine Meinung. Wie schmeckt der Orangensaft? Eher süß, aromatisch. Etwas sauer, einfach lecker. Mhm. Ihr habt gesehen, mit dieser elektrischen Raspel lässt sich Gemüse fein und grob raspeln, beziehungsweise auch in Scheiben schneiden, dickere und dünnere, oder eben auch Wildkräuter häckseln. Ihr habt auch gesehen, man kann damit mit einem besonderen Aufsatz, der auch mit dazugehört, auch Orangensaft pressen oder Zitronensaft oder Grapefruitsaft. Ihr habt ja auch gesehen, wir haben diese Wildkräuter gehäckselt und diesen Häcksler bzw. auch diesen Einsatz kann man auch wunderbar verwenden, um Teig herzustellen. Zum Beispiel habe ich kürzlich mal wieder vegane Süßkartoffel-Brownies hergestellt. Das Rezept gibt es auch schon hier auf diesem Kanal. Das verlinke ich euch auch oben rechts in den Infokarten. Es dauert zwar ein bisschen länger und man sollte zum Beispiel die Datteln zum Süßen auch ein bisschen kleiner schneiden, aber es gelingt auf alle Fälle mit dieser Maschine auch den Teig für die Süßkartoffel-Brownies herzustellen. Unser Mitbewohner hat für einen kürzlichen Potluck auch roh vegane Burger-Patties hergestellt. Ich blende euch mal ein Foto ein von den Burgern und diesen Teig hat er auch mit dieser Maschine hergestellt. Das Video dazu, das Rezeptvideo dazu, folgt sicherlich jetzt noch im Oktober, spätestens aber dann im November. Ich habe kürzlich für einen Potluck einen roh veganen Couscous-Salat hergestellt. Bei mir besteht der Couscous aus Pastinake und Blumenkohl, also Hälfte, Hälfte. Und diesen Salat bzw. diesen Couscous habe ich auch mit dieser Maschine hergestellt. Zuerst Pastinaken und Blumenkohl grob geraspelt, das geht ja ganz schnell. Und dann mit dem Häcksler und der Pulstaste einfach so lange gemixt, bis eben diese körnige Konsistenz entsteht. Ihr seht ja auch das Foto. Das ist dieser Blumenkohl-Pastinakenreis. Und dann habe ich noch ein paar andere Zutaten hinzugefügt. Das geht dann ganz einfach. Und dann hat man einen wunderbaren rohveganen Couscous-Salat. Ihr seht, diese elektrische Raspel kann man vielfältig einsetzen. Wenn ihr euch für diese Raspel interessiert, dann findet ihr den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wie hat euch das Video gefallen? Was haltet ihr von dieser elektrischen Raspel? Könnt ihr euch vorstellen, mit so einem Gerät mehr Gemüse zu essen? Beziehungsweise könnt ihr euch vorstellen, dass eure Kinder, falls ihr welche habt, damit auch mehr Gemüse essen würden? Ich finde es so genial, gerade wenn auch Freunde da sind, einfach verschiedenes Gemüse zu raspeln, auch in verschiedenen Größen oder Gemüse in Scheiben zu schneiden. Dann, ihr habt ja gesehen, wir hatten Sprossen, wir hatten eben die Brennnessel, Wildkräuter, dann einfach Dressing und da kann sich jeder seinen individuellen Salat selber zusammenstellen. Und gerade für Kinder, weil man eben so buntes Gemüse, Radieschen oder Rettich oder Paprika in verschiedenen Farben und Möhren, Gurken, wenn man das einfach schön aufbereitet, dann kann ich mir vorstellen, dass die meisten Kinder auch mehr Gemüse
essen würden. Ich freue mich über euer Feedback und über den Austausch unter diesem Video. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.